Was geht ab, Leute? Zane ist wieder da. Heute mit dem Review zu One Piece Kapitel 912. Wie immer freue ich mich, wenn ihr mir ein kleines Abonnement da lasst, wenn euch das Video gefällt und vergesst das Liken nicht. Jetzt geht's los! Ruffy erklärt direkt mal gleich, dass Ace tot ist. Otama ist so schockiert, dass sie in Ohnmacht fällt. Der Tengu ist sauer, da er meint, Ruffy hätte es ihr ruhig schon dabei bringen können. Na gut, so ist halt Ruffy. Der Tengu sagt, sein Name ist Hitetsu. Was lustig ist, denn die verfluchten Schwerter heißen Kitetsu. Aber weshalb, das kommt noch später. Hitetsu sagt auch, er wartet schon lange auf jemanden. Hier ist jetzt die Frage, auf wen? Einen besonderen Schwertkämpfer vielleicht, der die verfluchten Schwerter beherrscht oder dem er ein besonderes Schwert anvertrauen kann. Oder aber auch auf einen D. Vielleicht kennt Hitetsu ja auch Roger und so wartet dieser auf einen D, um ihm weiterzuhelfen auf dem Weg nach Raftel. Hitetsu erklärt, dass sein Dorf namens Braided Head, also geflochtener Hut, ein schönes und gutes Dorf war. Doch vor einem Jahr kam X-Drake als ein neuer Headliner in das Dorf, welches von 5 Samurai beschützt wurde. Aber zerstörte alle 5 Samurai und das gesamte Dorf komplett. Tengu erklärt, dass nur noch das Blütendorf, also die Blütenstadt, wo wir am Anfang gesehen haben, wo sich der Shogun und Kaido befinden, in Wano Kuni noch nicht zerstört sind. Vor 4 Jahren waren die Dorfbewohner kurz vorm Verhungern, als ein Piratenschiff mit lauter müden Piraten vor Anker ging. Sie fesselten die Piraten und stahlen ihr Essen. Es stellte sich aber heraus, dass diese Piraten Ace und seine Bande waren. Sie befreiten sich leicht von ihren Fesseln und wollten den Bewohnern noch mehr zu essen geben. So wurden die Dorfbewohner und Ace Freunde und Ace blieb da für ein paar Wochen. Ziemlich lange Zeit, um ehrlich zu sein. Ruffy entscheidet sich, Otama ins Krankenhaus zu bringen. Hitetsu gibt ihm neue Klamotten, da er sonst zu sehr auffallen würde. Ruffy schnappt sich gleich ein Schwert und wird von Hitetsu angemeckert. Denn bei diesem Schwert handelt es sich um das verfluchte Schwert Nidai Kitetsu, also die stärkere Version von Zoros Kitetsu. Ruffy ist der Fluch aber relativ egal. Hitetsu sagt, dass sein Vorfahre Kotetsu die Schwerte gemacht hat. Kotetsu, Kitetsu, interessant. Ruffy, Otama und der Kuma Inu ziehen los, bis sie in eine trostlose Landschaft kommen. Dort erklärt Otama, dass die Landschaft so aussieht und alles vergiftet ist. Alles nur durch Kaidos Waffenfabriken. Und hiermit sind jetzt hoffentlich alle Theorien, dass diese Fabriken von Kaido Smile-Fabriken sind, einfach zerstört. Mann! Zudem erzählt Otama, dass sie mit Ace auf See wollte. Diese sagte, er würde sie holen, wenn sie ein starker Ninja geworden ist. Plötzlich sieht Ruffy ein Mädchen vor 2 Kaido-Piraten wegrennen. Zoro sieht es auch und besiegt die 2 Kaido-Piraten. Ruffy und Zoro begrüßen sich wie immer herzlich. Zoro sieht wirklich badass aus. Plötzlich taucht Hawkins reitend auf einem Kirin, einem japanischen Fabelwesen, auf. Hawkins sagt, hier in Wano träumt man den Starken oder muss auf ewig vor ihnen wegrennen. Ruffy und Zoro sollen sich aussuchen, was sie tun. Und wie wir die beiden kennen, wollen sie lieber kämpfen. Frage ist für mich hier nur, wird Hawkins wirklich kämpfen? Ist der Kaido so treu ergeben? Oder will er Ruffy und Zoro einfach nur testen? Will er ihre Stärke untersuchen und entscheidet sich dann vielleicht später für sie, weil sie in seinen Augen die Stärkeren sind, denen man joinen soll? Und wird Zoro vielleicht doch nicht das Schwert vom Shogun bekommen, wie wir alle schon dachten? Wird er vielleicht nicht eher das Nidai Kitetsu bekommen, weil sein altes Kitetsu, also das, was einen Grad drunter ist, möglicherweise wieder einmal zerbricht? Interessant an der Sache mit den 5 Samurai am Anfang, die das Dorf beschützten, ist, dass es in Japan eine Anime-Serie namens Ronin Warriors gab, in welchen es um 5 Samurai geht, die gegen Talpa, einen bösen Shogun, kämpften. Es gibt da dann noch das Mädchen Miyakoji, welches mit den 5 Samurai befreundet ist, und einen mysteriösen Mönch, der nur der Antike genannt wird. Ich muss mich mal mit der Story beschäftigen, vielleicht können wir da noch ein paar Parallelen zu One Piece ziehen. Schauen wir mal. Auf jeden Fall, wie hat euch das Kapitel gefallen? Ich bin heute so durch. Schreibt auf jeden Fall eure Meinung zum Kapitel einmal in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, vergesst den Abo-Button nicht, vergesst die Glocke nicht, vergesst das Liken nicht. Und wie immer hoffe ich, wir sehen uns auch beim nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und haut rein. Ciao.
Shut your mouth!